Wow, ist ja der Hammer. Unglaublich. Hallo Baltika. Ah, was für ein Empfang. Wir hätten es uns nicht anders wünschen können. Das ist aber berechtigt, denn das hier ist kein Halbfinale, ist kein Achtelfinale, ist kein Viertelfinale. Das ist das Baltika-Finale und ihr seid dabei und wir auch. Wir sind so froh darüber. Und die lustige Geschichte ist, dass wir im Bus noch gewettet haben. Manche wissen, wir sind auf Abschiedstour und haben überlegt, haben eine Wette, in welchem Ort die Stimmung wohl am besten ist. Und Tobi hat fieserweise vorne im Bus gesagt, im Baltika, das wird nichts. Ich habe dagegen gewettet, gesagt, hier wird es am allerbesten. Also wir haben eine Wette am Laufen gemeinsam. Kriegen wir das hin? Viel Spaß und make tough. Thank you.
Thank you.
Way. Ist noch high? Ja, alles wieder gut. Wir haben gelesen im Programm, dass wir heute mit einem Special Guest spielen. Das stimmt nicht. Wir spielen mit zwei Special Guests. Der eine ist nachher auf der Bühne, aber wir haben noch ein fünftes Bandmitglied und der ist genauso wichtig wie wir, auch wenn er nicht auf der Bühne steht, sorgt der nämlich dafür seit Jahren, dass wir pünktlich ausgeschlafen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, gesund und überhaupt da sind, wo wir spielen sollen. Der hat schon tatsächlich mehr als 100.000 Kilometer, mehr als zwei Weltumrundungen mit uns auf dem Buckel hinter sich gebracht und noch kein Strafzettel kassiert. Das muss man erst mal machen. Dieser Mann ist eine Legende und ich will ihn euch kurz vorstellen. Da steht er, Volkman, da winkt er, ihr kennt ihn. Ja, ja. Eine Legende. Und Volkman gibt inzwischen schon mehr Autogramme als wir. Also der Mann, wenn ihr Glück habt, seht ihn nachher am CD-Stand draußen, dann gibt er manchmal Autogramm für den und für euch ist der nächste Song. Und den, der featured Tobias Fleischer am Bass. Thank you.
Geht's euch gut? Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, diese Seite ist viel lauter als diese Seite. Ich will einmal gucken. Geht's euch gut? Gegenprobe. Geht's euch gut? Okay, naja. Ich würde sagen, unentschieden. Und zur Not gehen wir in die Verlängerung. Okay, also wir haben so viele Jahre, so viele Songs gesammelt. Es hat ungefähr 2 Jahre gedauert zu entscheiden, was wir heute Abend spielen werden. Weil wir so viele Songs haben und wir können ja kaum bis morgen um 6 spielen. Wir würden gern, aber es geht leider nicht. Und deswegen haben wir ganz unterschiedliche mitgebracht. Der letzte war einer der allerersten Songs von Moblo und jetzt kommt einer, der ist eher von den neueren. Und bei dem wünsche ich viel Spaß. Der heißt Rocket Swing. Thank you.
Count 17. Ich habe schon gesagt, wir haben nicht nur einen Special Guest, nämlich Volkman, sondern wir haben die Ehre, zwei Special Guests zu haben. Der zweite ist ein ganz besonderer Mensch für uns geworden über die Jahre. Wir haben ihn vor ein paar Jahren kennengelernt und ich kann nur sagen, ihr müsst unbedingt mal mit diesem Mann ins Studio gehen und eine CD aufnehmen. Kann ich euch nur empfehlen. Es ist einfach eine Atmosphäre, da entsteht Musik von ganz alleine. Und es ist für uns eine große Ehre, dass wir mit ihm heute auf der Bühne stehen dürfen. Er ist auf jeden Fall unser Lieblingsposaunist, unser Lieblingsschwede und unser gemeinsamer Lieblingsmensch. Ihr wisst, wer es ist. Bitte einen herzlichen Applaus, und zwar einen riesigen Applaus für Nils Landgren. Thank you.
Wahnsinn, oder? Dieser Mann. Und er hat sich so ein schönes Hemd angezogen, nur für euch. Okay, die nächste Nummer, Nils, du wirst dich erinnern, die haben wir im Studio aufgenommen. Da hast du noch jemanden mitgebracht und das hat uns nachhaltig beeindruckt, nämlich Magnum Coltrane Pride war bei uns im Studio und hat auf diesen Song gerappt. Und jetzt wirst du rappen? Nein. Okay, nein. Vielleicht nein. Okay. Hat einen wunderbaren Text gerappt dazu. Ihr könnt ihn auf der CD nachhören. Und es war sehr lustig, weil er kam an und war überhaupt nicht vorbereitet. Hat sich eine halbe Stunde auf den Flur zurückgezogen. Irgendwann war der Flur voller Qualm und er hatte einen Text. Und es war ein sehr guter Text. Okay, Along Came Mac. Für euch. Viel Spaß. Thank you.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and see me out and I'll lay your ship in. See how I live in every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. The fever pitch that's bringing me out the dark. The scars of your love reminds me of you. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Thank you.
We're rolling in the deep. That's all right. That's right. That's right. We're rolling in the deep. That's right. That's right. We're rolling in the deep. That's right. That's right. We're rolling in the deep. That's right. That's right. We're rolling in the deep. 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 We're rolling in the mud. We're rolling in the deep. We're rolling in the dirt. We're laying in the sun. We're laying in the rain. We're laying everywhere. 'Cause this is just Bathica. This is just Bathica. And this is Moon Blow. I said, now this is Moon Blow. Come on. Now this is Moon Blow. This is Moon Blow. This is Moon Blow, yeah. And this is Moon Blow. This is Moon Blow. And we're rolling in the deep. We're rolling in the deep, y'all. Wenn ihr Lust habt, hätten wir noch einen Song. Habt ihr Lust? Wollt ihr noch einen Song? Geil, super, den spielen wir Phil. Yeah, Wahnsinn. Aber nicht ohne uns zu bedanken beim ganzen Team von der Jazz Baltica. Das ist wunderbar hier. Alles hat funktioniert, alles hat Spaß gemacht. Der Sound ist super, das Licht fantastisch, die Getränke, die Show, das ist alles so geil. Ein Applaus für ein ganzes Team von der Jazz Baltica. Vielen Dank. Ganz zu Ende ist mit Moon Blow noch nicht. Wir spielen unter anderem noch ein riesen Abschlusskonzert. Das wird eine Riesenparty am 22. Oktober in Berlin. Ihr müsst unbedingt alle kommen. Wir haben euch fest eingeplant. Nee, wirklich. Es gibt ich sogar. Ich dachte, das war heute. Ach so, ja, heute ist das Baltica-Finale. Ach so, okay. Ja. Aber wie schön, dass es weitergeht. Dann ist ja super. Nein, oder? Wir machen einfach ganz, ganz viele Finales, aber das Finale ist dann wirklich final am 22.10. Kommst du auch? Ja. Wenn ich kann. Ich bin in Lettland, Estland, Litauen, irgendwo. Wir schalten Nils per Video zu. Okay, also wir haben auf jeden Fall Tickets, Folkman hat Tickets draußen am CD-Stand, da stehen wir auf jeden Fall gleich noch, geht nicht nach Hause. Ist auch nicht das letzte Konzert. Es gibt ja noch ein Konzert, richtig? Genau, das habe ich schon erwähnt, aber du kannst es gerne nochmal erwähnen. Ja, ich weiß es ja nicht, aber deswegen, gut, Nils hat schon gesagt, es gibt noch ein Konzert. Außerdem trefft ihr uns am CD-Stand und dann können wir endlich, haben wir Zeit zu quatschen und ja, Fotos zu machen. Ehrlich. Der André unterschreibt sehr gern CDs. Tobi knuddelt gerne. Nils, was macht dein Matti denn? Matti. Ah, er küsst, okay. Er hat so Kussmund. Ja, sehe ich. Genau, also wir treffen uns da hinten auf jeden Fall am CD-Stand und jetzt hoffe ich auf einen Riesenapplaus für André Seidel am Schlagzeug.
Am Piano Marzi Klein. Am Bass Tobias Fleischer. Am Saxophon Didgeridoo, das ist Felix Falk. Und natürlich the one and only Mr. Redhorn, Nils Landgren. Okay, jetzt haben wir ein super Stück für euch, das ist entstanden in Russland. Und irgendwie kam es dazu, das muss ich später mal erzählen, dass ein Botschafter auf der Bühne sich tot getanzt hat. Und es war so geil, also nicht wirklich tot, aber er hat so geil getanzt, dass wir einen Song darüber geschrieben haben. Den hört ihr jetzt. Call Me, Milroy. Thank you.
Moblow. Matti, Felix, Toby, Andy. Wahnsinn, also die Wette haben wir gewonnen. Auf jeden Fall. Headbutt. We'll be right back.
Meine Damen und Herren, Nils Landgren noch mal auf die Bühne! Nils Landgren, one more one! We'll be right back.
ist jetzt eure, euer Einsatz gefragt. Okay, zwei Sachen müsst ihr machen. Kriegt ihr es hin? Kriegt ihr zwei Sachen hin? Ja, locker. Okay, erste Sache ist klatschen, gar nicht einfach. Oh, richtig laut. Wow, Wahnsinn. Yeah, okay, zweite Sache ist singen oder rufen. Give me the boots. Okay, das ist der Text. Give me the boots, nicht boots. Boots, okay, ich zähle euch immer ein mit zwei. Achtung, und one, two. Give me the boots. Okay, richtig kräftig, ja? Zwei zähle ich euch ein und ihr schreit es richtig laut. Achtung, und one, two. Okay, das geht noch ein bisschen lauter. Komm, das muss man bis nach Hamburg hören. Jetzt mal hier, richtig kräftig. Achtung, und one, two. Fantastisch. Okay, nur mal die Frauen. Alle Frauen. Okay, wir wollen mal die Frauen hören. Frauen, Mädels, Ladies, Achtung, ihr seid dran. One, two. Wunderschön. Ja, nur mal die Männer hören, ob die lauter können. Alle Männer. Achtung, Männer, jetzt seid ihr dran. One, two. Okay, Nils, ich glaube, wir haben sie soweit fürs große Finale. Noch einmal kräftig zusammen. Achtung, und one, two. Okay, wir können starten. Ihr müsst klatschen, ihr müsst tanzen, ihr müsst alles tun und rufen. Das ist das Finale. One and only Mo Brown.